Der komplette Straßenbahnpark des Nahverkehrs Schwerin wird bis zum Ende des Jahres einer Sanierung unterzogen. Vor allem geht es darum, an jedem einzelnen Waggon das Dach auf Vordermann zu bringen. Bei etwa der Hälfte aller 30 Fahrzeuge sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Die zweite Hälfte ist momentan dran. Ungefähr eine Woche brauchen die Fachleute des Nahverkehrs, um das Dach an einem Waggon auseinanderzunehmen, alle notwendigen Arbeiten durchzuführen und dann alles wieder zusammenzubauen. Wir haben im Moment Kunststoffdächer auf den Fahrzeugen. Das heißt, sie sind aufgeklebt. Wir haben Probleme mit den Klebenähten und der Kunststoff wird durch die UV-Strahlen angegriffen. Das heißt, er zersetzt sich und es kommt halt zu Undichtigkeiten. Und wir fügen jetzt einen Unterbodenschutz auf das komplette Fahrzeugdach auf, um halt die Sonnenstrahlen wegzuhalten und vor allen Dingen auch die Feuchtigkeit. Eine Dachsanierung wird im Arbeitsleben eines Straßenbahnwaggons nur einmal vollzogen. Ins Rentenalter gehen die Bahn spätestens nach 30 Jahren im Dienst.